Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Macadam-Box von Oleg Sesh. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Macadam von Oleg Sesh, das Ganze im Jahr 2016 erschienen. Wir haben hier eine recht große Box, wenn auch sehr flach. Das Ganze in weiß gehalten. Wir haben hier in der Mitte einmal einen kleinen Jungen mit so Verpixelungseffekt links, rechts. Und das dürfte wohl ein Kindheitsfoto von Oleg Sesh sein. Hier links lesen wir Oleg Sesh, rechts lesen wir Macadam. Darunter 385i, also das Label. Und hier rechts oben haben wir noch so drei Sternchen. Es ist das dritte Album von Oleg Sesh. Ansonsten ist das Ganze hier seitlich weiß gehalten. Und, hoppla, es klappert schon. Auf der Rückseite, auf der Unterseite haben wir dann hier einerseits so Häuserblocks, einen Barcode und hier oben gibt es dann noch die Credits zum Album. Gut, dann schauen wir mal hinein. Der Boxdeckel ist einfach abzunehmen, ist keine Klappbox. Von innen glatt weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier eine kleine Stofftasche, so eine Stoffverpackung. Da drin befindet sich der Bodypack. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die DVD. Das Album an sich. Einen Patch, dieser kommt hier auf so einem Klettverschluss. Dann hier ein Tourflyer. Ein Poster. Und 1, 2, 3 Sticker. Plus eine Autogrammkarte. So, von innen auch die Unterseite blank weiß. Machen wir das Ganze mal wieder zu. Und zur Seite. Und nachdem hier nichts mehr eingeschweißt ist, starten wir direkt mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Oleg Sesh, Macadam lesen wir auch hier. 385i. Und dann haben wir hier wieder hohe Wohnblöcke und eine Straße, auf der eine junge Frau einen Kinderwagen schiebt. Also, wenn ich mich recht erinnere, hat Oleg Sesh gemeint, dass das ein Originalfoto, eine Originalaufnahme seiner Mutter ist, die ihn hier gerade in dem Kinderwagen schiebt. Und da wären wir auch gleich beim Albumtitel, denn Macadam haben wir in diesem Fall dann hier. Denn Macadam ist eine alte Bauweise von Straßen. Also früher wurden da drei verschiedene Gesteinsschichten übereinander gelegt und eben entsprechend so die Straßen gebaut. Allerdings ist das heutzutage nicht mehr gängig, das wurde schon überholt. Es gibt mittlerweile modernere Arten, eine Straße zu bauen. Hier oben rechts haben wir dann wieder diese drei Sterne. Das Ganze kommt in einem super Jewel Case. Auf der Seite lesen wir dann ebenfalls Oleg Sesh Macadam. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 16 Tracks auf dem Album, plus 5 auf der Bonus-CD, also gesamt 21 Tracks. Features haben wir hier von Chases, Chelo und Abdi, Haftbefehl und Khatar und Nemo. Und von der Optik her das Ganze sehr gelungen, also sieht aus wie so ein, wie die Klingelschilder bei so einem Wohnblock, also als würden hier irgendwie 21 verschiedene Parteien wohnen. Und das wären so die Tasten, wo man hier anläuten kann, sehr schön gemacht. Darunter wieder die Credits und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet. So sieht das aus, also im Gegensatz zum Cover-Artwork haben wir hier dann Farben. Hier sind die ersten Tracks mit den Infos
wer daran beteiligt ist, wer das Ganze produziert etc. Dann haben wir hier Oleg Sesh mit einer Lakers-Jacke von hinten. Weitere Tracks, Oleg Sesh in ähnlicher Pose, so mit diesem Blick nach hinten. Sieht aus wie so ein Baseballplatz oder so eine Laufbahn. Weitere Tracks, Gruber Straße. Weitere Tracks, Oleg Sesh. Und zum Abschluss nochmal hinter Maschendrahtzaun. Die letzten 5 Tracks hier. Und dann hier noch die Album-Credits. Sehr schön. So sieht das Ganze auf der Rückseite aus. Kann man als Wendecover verwenden. Ich werde es in diesem Fall bei dem Standard-Cover belassen. Dann kommen wir zur CD, zur Album-CD. Die sieht so aus. Hier haben wir wieder die Mutter, die hier den kleinen Oleg Sesh durch die Gegend schiebt. Und auf der Rückseite haben wir dann die besagte Bonus-CD vom Designer genauso gehalten, nur eben hier mit dem Zusatz Bonus-CD. Und die Rückseite glatt weiß. Gut, zu diesem Album haben wir dann auch Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle, also in einem Digisleeve. Und hier haben wir ein etwas abgewandeltes Cover. Also wir sehen zwar hier auch wieder diese Häuser und diese Straße, allerdings ist hier jetzt der Kinderwagen samt der Frau verschwunden und dafür haben wir hier so halbtransparent Oleg Sesh in Nahaufnahme, sein Kindheitsfoto. Und hier haben wir alle 21 Tracks auf dieser CD. Also auch die 5 Bonus-Tracks hat man hier als Instrumentals draufgepackt. Sehr schön. Auch wieder in dieser Klingelschildoptik. Und die CD sieht dann so aus. Wie gesagt, Digisleeve. Und dann haben wir noch ein weiteres Digisleeve. Und hier befindet sich dann die DVD. In diesem Fall in schwarz gehalten hier rundherum. Und was haben wir auf dieser DVD? Eine One-Take-Filmproduktion. Also hier haben wir dann eine Doku, mehr oder weniger. So sieht das aus. Also da erzählt meines Wissens Oleg Sesh einfach etwas über seine Kindheit und über den Albumtitel und generell über vergangene Jahre. Also private Einblicke auf dieser DVD. Dann haben wir eine Autogrammkarte, Oleg Sesh in der Russenhocke, 385 hier unten. Und dann haben wir hier noch ein OL64 zu lesen. Rückseite blankweiß und die Autogrammkarte im Querformat. Sticker gibt es ebenfalls im Querformat. Und zwar einmal einen 385i-Sticker, einen Oleg Sesh-Sticker und dann noch hier so einen Macadam-Cover-Sticker. Also 3 Sticker hier jeweils im Querformat. Ein Patch ist dabei. Oleg Sesh in schwarz, weiß und rot. Sehr schön gemacht. Und damit dieser jetzt nicht irgendwie da drinnen Schaden anrichtet oder irgendwas verkratzt, hat man diesen Patch hier mit diesem Element hier zugemacht. Also dass hier dieser Klettverschluss, diese raue Seite entsprechend abgedeckt ist, hat man das hier so verklebt. Und dann konnte das hier in der Box ohne Probleme liegen. Sehr schön. Ist auch gut vernäht, wenn man sich das anschaut. Also wir haben hier keinerlei Fäden, die jetzt irgendwie wegstehen oder so. Und auch das Logo und hier diese feine Schrift darunter. Das sieht echt gut aus. Und dann haben wir noch einen Flyer zur Tour. Relativ unübliches Format für einen Flyer, so im Querformat. Oleg Sesh Macadam Tour 2017. Das waren die Dates. Und auch hier haben wir wieder Oleg Sesh in der Russenhocke vor bewölktem Himmel. Ein Poster ist mit dabei. Und zwar ist dieses doppelseitig bedruckt. Wir haben hier einmal die Mutter wieder, die den Kinderwagen schiebt. Also hier wieder das Cover. So sieht das aus. Und auf der Rückseite ist das Ganze dann im Hochformat. Und so haben wir hier wieder Oleg Sesh in der Russenhocke auf diesem
Vorsprung auf diesem Dach sitzen. Ganz oben, kann man das sehen, ganz oben haben wir hier noch 385i. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, beide Seiten in Schwarz und Weiß gehalten. Einmal die Querseite und einmal im Hochformat. Recht groß das Poster. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier was Besonderes. Und zwar kommt das hier in so einem kleinen gebrandeten Beutel. Olexesh lesen wir auch hier wieder. So ein schwarzes Täschchen. Und darin befindet sich dann der sogenannte Bodypack. Also wir haben hier so eine Umhängetasche, die ebenfalls gebrandet ist. Wir haben hier vorne einmal einen Reißverschluss, der hier ein kleines Fach freigibt. Also hier kann man irgendwelche Kleinigkeiten verstauen. Dann haben wir hier ein etwas größeres Fach, dieses hier mit Klettverschluss. So sieht das Ganze dann aus, also durch und durch in Schwarz. Und auf der Innenseite haben wir dann auch nochmal ein Fach, so eine kleine Tasche, ebenfalls mit Klettverschluss zu verschließen und hier dann entsprechend für Handy oder sonstige Utensilien, aber am ehesten wahrscheinlich für ein Handy geeignet. Das Ganze ist keine reguläre Umhängetasche, sondern es ist so eine, ja, fast schon wie ein Holster für eine Pistole, denn man trägt das Ganze dann hier so ganz eng über die Schulter, über den Brustbereich, und das ist dann auch wirklich so eng am Körper, das heißt, die liegt dann nicht irgendwie außen so frei oder hängt dann so in der Luft, sondern ist wirklich so eng am Körper zu tragen und kann man auch natürlich dann unter die Jacke oder unter einen Pullover sogar tragen, entsprechend verstecken. Gab es in dieser Form noch nie in einer Box, gefällt mir richtig gut, kann man auf jeden Fall was damit anfangen. Und auch hier mit dem Olexesh Logo hier aufgenäht, sehr schön gemacht. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Umhängetasche, dieser Bodypack, dann dieser Patch, dieser Logo-Patch, der Flyer im Querformat, das Poster einmal im Querformat, einmal im Hochformat, also beidseitig bedruckt. Die drei Sticker allesamt im Querformat, die unterschriebene Autogrammkarte, die Macadam-DVD, die Macadam-Doku, die Instrumentals, 21 Stück im Digisleeve und natürlich das Album an sich inklusive Bonus-CD, insgesamt 21 Tracks. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box Macadam von Olexesh. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Olexesh unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!